Peace und herzlich willkommen zurück zu meinem Pokémon Testlabor. In der heutigen Folge möchte ich mit euch ein paar ungewöhnliche und interessante Movesets auf Pokémon ausprobieren, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat. Wir haben einmal Panferno, Despota, Panzeraeron, Golbat, Togekiss und Vylord dabei. Viele Pokémon, die man ziemlich häufig online sieht, bis auf Vylord und Golbat eigentlich sehr, sehr häufig, wenn ihr mich fragt. Und an sich hat man immer so eine Idee im Kopf. Wenn man dieses Pokémon sieht, dann glaubt man sofort, okay, dieses Pokémon greift physisch an, dieses Pokémon ist ein Tank, dieser Pokémon ist ein Special Sweeper und so weiter und so fort. Heute drehen wir es meistens auf den Kopf, denn dieses Panferno, das ihr da seht, ist kein physischer Sweeper, sondern ein spezieller Sweeper. Dieses Despota ist ebenfalls ein spezieller Sweeper und das Panzeraeron ist ganz sicher kein Tank, sondern ein physischer Sweeper. Das stelle ich mir sehr witzig vor. Bei Vylord habe ich etwas Interessantes vorbereitet. Ich denke mal, die meisten werden es kennen, aber ich wollte es unbedingt trotzdem austesten hier im Testlabor. Dann haben wir Togekiss. Togekiss kennt man als Tank, Support und als Special Sweeper vielleicht noch mit Ränkeschmied. Allerdings ist dieses Togekiss ein physischer Sweeper. Ich bin schon richtig gespannt, wie das funktionieren wird. Und zu guter Letzt wollte ich einen tatsächlichen Tank noch in mein Team mit haben. Und deswegen Golbat. Mit Golbat verfolge ich eine ganz bestimmte Strategie und die schauen wir uns jetzt in einen der drei Runden an. Genau, und damit herzlich willkommen in Runde 1. Wir müssen gegen Latios, Stolos, Demeteros in der T-Geist-Form, Kapokime, Garados und Glurak ran. Das sind starke Pokémon, da bin ich gespannt, wie gut sich meine Pokémon schlagen. Es geht heute nicht um eine bestimmte Taktik, sondern wir wollen wirklich die Movesets ausprobieren und gucken, wie gut sie tatsächlich funktionieren können. So, natürlich muss man sehr, sehr viele Kämpfe machen, um wirklich zu gucken, ob das Moveset funktioniert. Heute werden wir 3 Stück machen und wir dürfen wegen den Kampfblasern nur 3 Pokémon pro Runde mitnehmen. Ich werde gegen dieses Team auf jeden Fall mal Vylord ausprobieren. Genau wie mein Togekiss. Und wenn wir dabei sind, wieso nicht Despota auch noch? Komm. Bin schon ganz gespannt, welches Pokémon mich überzeugen wird. Ich habe eine kleine Ahnung, so alleine von den Movesets, die ich so erstellt habe. Aber wir werden mal sehen, wie gut sie performen können. Runde 1 beginnt, ich glaube, gegen jemanden aus Amerika. Spindiddles, das ist ein cooler Name. Spindiddles, ich fange mit meinem Vylord an. Vylord, ich denke mal, Vylord spielt man offensiv und oder als Tank, wenn überhaupt. Wann habe ich das letzte Mal einen Vylord gesehen? Das kann ich euch gar nicht sagen. Mein Vylord spiele ich mit einem Z-Kristall vom Typen Normal und Platscher. Für alle, die das nicht kennen, das ist ganz schön böse und das kann sehr, sehr schnell nach hinten losgehen für Vylord oder das gegnerische Team. Denn sein Platscher bedeutet, dass nichts geschieht, allerdings Vylord plus 3 Angriff bekommt. Und mein Gegner geht auf eine Z-Attacke vom Typ Pflanze. Hat er... Nee, was ist das denn? Moment, was passiert? Die Initiative wird erhöht. Z-Sonntag. Okay. Interessant. Wow. Das habe ich auch noch nicht häufig gesehen, dass jemand Z und dann eine Wetterattacke einsetzt. Ich gehe auf Platscher. Wie gesagt, es wird nichts geschehen, außer dass mein Vylord gleich plus 3 Angriff hat. Das ist immer super schön. Also so, es wird so ein Pokémon richtig schön hochgebufft. Und was steht da? Nichts geschieht. ich kann es euch hier nochmal zeigen, für alle, die das nicht kennen. Mein Vylord hat jetzt plus 3 Angriff und hat natürlich EVs in KP und im Angriff. Und trotz Sonne sollte Aqua-Durchstoß natürlich richtig gut Schaden machen. Ansonsten hat er noch Ramboss und Zen Kopfstoß, was auch eigentlich eine ziemlich gute Coverage ist, wenn man so drauf guckt. Ich bin ganz gespannt, wie viel Schaden jetzt Vylord machen wird mit Aqua-Durchstoß. Ich denke, er wird einen Solarstrahl von einem Glurak aushalten. Es ist ja kein Mega-Glurak. Jawohl, easy money. Das ist das Coole an Vylord. Vylord ist eins dieser Pokémon, die extrem viele KP haben. Und damit konnten wir schon mal Glurak besiegen. Das ist so ein bisschen, ja, sagen wir mal, das Problem. Vylord ist halt richtig langsam. Also wenn ihr den Z-Platscher durchbekommt, müsst ihr hoffen, dass ihr entweder den Bizarro-Raum eingesetzt habt oder davor irgendwie Initiative-Kontrolle bekommen habt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und gegen Demeteros hätten wir eigentlich auch ein gutes Matchup. Wir könnten mit Aqua-Durchstoß 100% dieses Demeteros wegnocken. Wir sind aber zu langsam.
Deswegen werde ich jetzt einfach mal Vylord besiegen lassen, damit keins meiner anderen Pokémon Schaden bekommt. Also das ist so die Idee. Das ist so die Idee, die ich mit Vylord verfolgen wollte. Platsche einsetzen und dann sweepen. Das klappt wahrscheinlich besser, wenn ihr Klebenetz draußen habt, Rückenwind eingesetzt habt oder bestenfalls Bizarro-Raum eingesetzt habt. Vielleicht werden wir es noch in einer zweiten Runde sehen. Vielleicht klappt es da ein bisschen besser. Gut, wir holen Despota rein. Despota, dieses Moveset von Despota, wie gesagt, das ist ein spezielles Despota. Wurde von einem Zuschauer vorgeschlagen. Grüße gehen raus an Dömsi. Er hat quasi in meinem Pokémon Weiß 2 Let's Play gehört, dass ich gerne mal ein spezielles Despota ausprobieren wollte. Und hier sind wir. Und er hat mir dann ein Moveset vorgeschlagen, das er unbedingt sehen wollte. Und hier ist es. Eisstrahl, Donnerblitz, Finster oder Feuersturm. Die Coverage ist auf jeden Fall da. Da kann man sagen, was man will. Ist ganz schön komisch, dass er keine Gesteinsattacke hat, so als Gesteins-Pokémon. Aber Eisstrahl, Donnerblitz, Finster oder Feuersturm, das sollte sitzen. Vor allem Eisstrahl gegen Demeteros. Die Idee dahinter ist, man wird von einer sehr effektiven Attacke getroffen. Schwächenschutz wird aktiviert und man bekommt plus 2 Spezialangriff und plus 2 Angriff. Aber den Angriff nutzen wir natürlich nicht. Das sollte nicht so viel Schaden machen. Also das ging ein bisschen da hinten los. Aber wir haben noch Feuersturm. Und wir haben noch Togekiss. Was wird dieses Stolos machen? Wieso hat er Despota ausgewechselt? Despota nicht. Demeteros. Despota habe ich. Was wird kommen? Er wird ganz sicher... er wird vielleicht eine Stahlattacke einsetzen. Da will ich auch nicht mein Feen-Pokémon rausholen. Wir probieren es mal mit Feuersturm. Das Coole ist natürlich, ich bekomme Spezialverteidigung dazu. Einfach nur, weil ich ein Gesteins-Pokémon bin und der Sandsturm draußen ist. Das ist immer so der Vorteil, wenn man Despota spielt. Megastolos hat die Fähigkeit Filter, das heißt, es wird ein bisschen weniger Schaden machen. Aber nichtsdestotrotz noch reinhauen, jawohl. Der hat gesessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier kommt die Stahlattacke. Könnte das Despota überleben? Ja, easy, wow. Und damit aktiviert sich der Schwächenschutz und das bedeutet, jetzt geht's richtig zur Sache. Jetzt ist das ganze Moveset wirklich in seiner vollsten Pracht. Wenn Feuersturm trifft, ist Stolos Geschichte, 100%. 100%. Da habe ich keine Zweifel dran. Aber es muss nur treffen. Wahrscheinlich überlegt er gerade, was passiert hier gerade. Oh, er wechselt aus. Er denkt, er braucht noch sein Stolos, sein Mega-Stolos. Der Bedroher von Demeteros kommt durch. Glücklicherweise macht er uns nicht aus. Wir greifen ja speziell an. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Ich finde es einfach cool, mal sowas aus... Wow! Alter, das war ein Feuersturm. Alter Vater, das war ja nicht mal eine sehr effektive Attacke. Und nicht mal Stab. Könnte jetzt auf Finsteraura gehen und das wird reichen. Der Typ fühlt sich vermutlich gerade komplett verarscht. Erdbeben kommt durch, das wird nicht reichen, weil wir den Burn-Hex bekommen haben. Ohne Burn-Hex hätte es gereicht. Ja, es hätte ja schon fast mit Burn-Hex gereicht, muss man fairerweise sagen. Da hatte ich schon ganz schön großes Glück. Jetzt überlege ich, soll ich auf Feuersturm gehen und dieses Stolos komplett auseinandernehmen oder werde ich auf Finsteraura gehen und hol Togekiss nochmal raus, weil Togekiss als physischer Sweeper auch super, super witzig. Hat mal ganz, ganz, ganz früher ganz wenig gespielt. Die meisten haben gesagt, dass es richtig, richtig schlecht sein soll und genau deswegen probieren wir es heute aus. Ich werde mal auf Donnerblitz Just for the Lols gehen und im Notfall habe ich halt Togekiss. Der Kampf wurde aufgegeben, okay. Gut, er hatte nicht mehr so viele Karten. Togekiss hat auch eine Kampfattacke dabei. Die werden wir dann vermutlich in Runde 2 oder Runde 3 sehen, denn Runde 1 haben wir gewonnen. Es geht mir nicht ganz darum, nur den Kampf zu gewinnen, sondern es geht mir wirklich um die Movesets auszuprobieren. Deswegen habe ich auch Vylord direkt am Anfang geopfert. Und Despota hat mich so auf den ersten Blick echt überzeugt. Das kann halt echt überraschen. Der Gegner oder die meisten rechnen halt nicht, dass... ein spezielles Despota da kommt und deswegen hat er vermutlich Stalos rausgerufen, um später dann nochmal mit Bedroher von Demeteros so ein bisschen entgegenzuwirken, aber da hat er nicht die Rechnung mit meinem speziellen Despota gemacht. Gut, wir sehen uns gleich in Runde 2. So, und damit herzlich willkommen in Runde 2. Altes Team, neuer Gegner. Wir müssen gegen Fruyal, Demeteros in der Tiergeistform, Slymog, Aranestro, die spanische Spinne, Heatran und Voltolos in der Tiergeistform ran. Ist ein starkes Team. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir haben gerade Vylord, Togekiss und Despota mitgehabt. Togekiss konnte sich nicht zeigen gegen dieses Team.
Könnte es was machen, auf jeden Fall. Deswegen werden wir es mal mitnehmen. Aber an erster Stelle würde ich doch gerne Panferno mitnehmen. Ich glaube, Panferno möchte ich unbedingt ausprobieren. Also wir werden jedes Moveset mindestens einmal in dieser Folge sehen. Aber Panferno lassen wir den Vortritt. Dann nehmen wir noch Golbat und Togekiss mit. Panzeron schauen wir uns dann in Runde 3 an. Dann haben wir wirklich jedes Moveset einmal gesehen und ich konnte euch erklären, was ich mit den Movesets wirklich erreichen wollte. Und dann könnt ihr eben selber beurteilen, ob ihr es mögt oder eher lieber nicht ausprobieren wollt. So, aber Panferno, da habe ich mir gedacht, es ist ja ein spezieller Sweeper. Ich glaube, er hat Flammenwurf, Fokusstoß, Strauchler und Ränkeschmied. Der Grund, wieso ich das auch ausprobieren wollte, ist auch das Pokémon Weiß 2 Let's Play. Und das ist natürlich extrem optimal, was hier gerade passiert. Sie holt ihr Pflanze-Pokémon raus. Die Idee dahinter ist folgende. Panferno kann Ränkeschmied erlernen. Ende der Geschichte. Ende der Geschichte. Er kann kein Schwertanz oder sowas erlernen, aber er kann Ränkeschmied erlernen. Und sobald er einmal Ränkeschmied einsetzt, dann brennt es im Wald. Dann brennt es aber richtig im Wald. Und das Coole ist, mein Panferno trägt einen Fokusgurt. Selbst wenn da jetzt ein Wasser-Pokémon gegenüber mir stehen würde, wahrscheinlich wird das jetzt passieren, oder Demeteros, ist auch in Ordnung, können wir alles ausprobieren. Wir bekommen eine freie Runde und da können wir eben Ränkeschmied einsetzen. Der Bedroher macht uns nichts aus, ähnlich wie bei Despota gerade. Und die Fragezeichen über Panfernos Kopf hat vermutlich auch gerade die gegnerische Trainerin. So, wie gesagt, wir haben einen Fokusgurt. Und was ich sagen wollte ist, Panferno als Feuerstarter hat die Fähigkeit Großbrand. Die alternative Fähigkeit wäre Eisenfaust gewesen, was auf einem physischen Panferno natürlich cool ist, stark ist und empfehlenswert ist. Aber auf einem speziellen Panferno Großbrand mit Fokusgurt zu spielen, ist natürlich richtig gut. Sobald der Fokusgurt getriggert wird, macht Flammenwurf nochmal mehr Schaden. Und das ist so das Ziel, das ich dabei hatte. Und ich werde einfach mal auf Flammenwurf gehen, oder? Ja, komm, wir probieren einfach mal aus. Wir haben ja gerade Feuersturm Despota gegen ein Demeteros eingesetzt und das hat schon gut gescheppert. Mal gucken, wie viel Flammenwurf macht. Ja, das ist in Ordnung. Wir können gleich sogar sehen, wie stark Großbrand ist. So, Erdbeben kommt durch, der Fokusgurt wird aktiviert und wichtiger, Großbrand wird aktiviert. Und wie wir gerade gesehen haben, sind wir schneller. Das ist eben das Schöne an Panferno. Ich habe auch Flammenwurf mitgenommen. Flammenwurf hat eine 100%ige Genauigkeit. Man hätte auch, ich glaube, Panferno kann Hitzekoller lernen oder Feuersturm. Beides Attacken, die natürlich deutlich mehr Schaden machen, aber eine geringere Genauigkeit haben. Und jetzt sollten wir Demeteros eigentlich damit besiegen. Wegen dem Großbrand. Sehr cool. Bei Panferno war ich am meisten gespannt, wie es funktionieren wird. Weil ich das auch in meinem Pokémon Weiß 2 Let's Play gesehen habe, wie so ein Panflam plötzlich Ränkeschmied eingesetzt hat. Und ich habe mir gedacht, was zum Geier geht gerade hier ab. Und seitdem wollte ich es unbedingt ausprobieren. Aranestro kommt rein. Hat Aranestro überhaupt eine Prioritätenattacke? Ich habe das Gefühl, dass er eine hat. Wenn ja, würde ich gerne auswechseln. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Schaut euch Panferno an. Voll das coole Design. Ja komm, wir riskieren es. Einfach nur damit, wie in der ersten Runde, kein anderes Pokémon Schaden bekommt. Ich gehe mal sogar, ja komm, wir gehen auf Flammenwurf. Ich weiß, Aquahülle von Aranestro und so, aber wir probieren es einfach mal mit Flammenwurf. Großbrand wird sich auf jeden Fall auszahlen. Das könnte richtig Schaden machen. Ja, ein bisschen weniger als die Hälfte. Ist okay. Ich bin positiv überrascht über ein spezielles Panferno. Und es kann, glaube ich, sehr, sehr viele Leute überraschen. Ich meine, ich hatte auch ganz leichte Counter dagegen. Ein Boden-Pokémon, ein Wasser-Käfer-Pokémon sind nicht die besten Matchups. Aber generell hat er sich echt gut geschlagen. Wir holen mal Togekiss rein, dann kann ich darüber reden. Togekiss ist ein physisches Togekiss. Er ist schon sehr spät, deswegen kann ich nicht mehr reden. Und was erzähle ich da gerade? Was ich jetzt sagen wollte ist, Togekiss hat nur physische Attacken und die Fähigkeit Übereifer. Normalerweise spielt man Togekiss immer mit Edelmut. Ich habe Übereifer dabei, was bedeutet, dass Togekiss Angriff um 50% steigt. Dafür sinkt aber auch die Genauigkeit von den Attacken von Togekiss. Außerdem trägt Togekiss ein Wahlband, um nochmal so viel Schaden wie möglich zu machen. Und Turbotempo ist eine Prioritätenattacke, die richtig reinscheppern sollte. Ich werde aber auf Eroas gehen, weil Eroas
eine richtig schöne Attacke ist. Ist physisch, heißt also, es profitiert von Übereifer und Wahlband und ist Stab. Und Eroas beachtet nicht die Genauigkeit. Das heißt, egal wie viel Genauigkeit Togekiss hat, die kann auch im Keller sein, Eroas wird trotzdem treffen. Genauso geht das auch für das gegnerische Pokémon. Das gegnerische Pokémon kann plus 6 Fluchtwert haben. Eroas wird trotzdem treffen. Und das kann ganz positiv sein, wenn man jetzt noch ein Fruyal als Gegner hat, wird das vermutlich ein One-Shot. Und die Coverage ist auch da. Das ist mir aufgefallen bei jedem Pokémon. Jedes Pokémon, das ich heute dabei habe, hat eine ziemlich gute Coverage. Muss man einfach mal so sagen. Und Turbo Tempo als Prioritätenattacke, Eroas als Attacke, die immer trifft, falls man sowas braucht, wegen Übereifer eben. Ableithieb und Schmalhorn sind an sich in Ordnung gegen Gesteins-Pokémon. Und wir gucken mal an, wie viel Schaden Eroas. Nicht die stärkste Flugattacke, aber wie gesagt, mit dem ganzen Zeug, das dazu kommt. Oh, Tropenkick, das wird meinen Angriff senken. Fruyal spiele ich selber in Doppelkämpfen allerdings, zusammen mit Despota, echt mies. Fruyal hat nämlich eine sehr coole Fähigkeit, die Prioritätenattacken nicht erlaubt. Heißt also, Prioritätenattacken werden verboten. Deswegen bin ich auch nicht auf Turbo-Tempo gegangen, ansonsten müsste ich jetzt auswechseln. Ich könnte jetzt auch auswechseln, aber ich könnte auch Golbat für die nächste Runde einfach aufsparen. Und Togekiss den Job zu Ende machen lassen. Also bisher habe ich mich echt gut geschlagen. Ich bin nicht mit dem... Okay, mein Gegner gibt wieder auf. Okay, irgendwie haben die heute alle keine Lust, die Kämpfe zu Ende zu machen. Ich finde das immer schade. Also ich meine, du hättest jetzt auch die letzte Attacke über dir gehen lassen und dann wäre der Kampf auch vorbei gewesen. Du musst jetzt nicht unbedingt in der letzten Runde aufgeben. Wird dir auch nicht wirklich viel Zeit sparen. Aber gut, das war Runde 2. Togekiss konnte sich auf jeden Fall zeigen. Ein spezielles Panferno ist gewöhnungsbedürftig, kann stark sein in den richtigen Momenten. Davon bin ich überzeugt. Und vielleicht ist dieser Moment in Runde 3. So, willkommen in Runde 3. Altes Team, neuer Gegner. Wir müssen gegen Knackrack, Lucario, Roserade, Togekiss, Milotic und Krippogran. Das schaut nach einem Thementeam aus. Und zwar müsste das das Team von Cynthia sein. Den Champ von Sinnoh. Ganz schön cool. Und meine Gegnerin heißt Google. Sie müsste also alles wissen. Gut, wir haben Panzereron noch nicht gesehen und Golbat. Die beiden werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde mal Panzereron mal am Anfang packen. Und Golbat dann an zweiter Stelle. Und weil mir Panferno so gut gefallen hat, nehmen wir nochmal Panferno mit. Ich werde gleich nach dieser Runde so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Und dann gucken wir mal, was ich so von den Pokémon halte. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr selber was ausprobieren würdet oder was ihr sagt, welche Pokémon wirklich gut sein können bzw. gut sind und welche Pokémon man wirklich sein lassen sollte. Ich habe da ein Gefühl, welche Pokémon da drunter fallen. Aber gut, hier ist Panzereron. Panzereron kennt man als physischen Tank, absolut nerviges Pokémon, wenn man ein physisches Pokémon selber draußen hat, wie beispielsweise Knackrack. Wobei, Knackrack könnte man auch speziell spielen. Manche Leute nehmen Feuersturm auf Knackrack mit. Ich kenne solche Leute. Oder Dracometeor. Panzereron ist so gedacht, normalerweise trägt Panzereron immer die Fähigkeit Robustheit dabei. Mein Panzereron, mein offensives Panzereron kann Schwertanz, Eisenschädel, Sturzflug und Nachtdieb. Auch eine gute Coverage an sich. Und hat Bruchrüstung als Fähigkeit. Heißt also, sollte Panzereron gleich erwischt werden von irgendeiner Attacke, steigt die Initiative um 2 Stufen. Allerdings fällt die Verteidigung um 1 Stufe. Das werden wir vermutlich gleich sehen. In der gleichen Runde gehe ich erstmal auf Schwertanz. Das ist so ein bisschen die Strategie. Man geht in der ersten Runde auf Schwertanz, während der Gegner eigentlich dich angreifen sollte, aber mein Gegner geht erstmal auf Auflockern. Ist eigentlich ganz schön mutig, wenn ich ehrlich bin. Gegen so ein Flug-Pokémon Auflockern einzusetzen, weil sehr viele Flug-Pokémon, vor allem solche Tanks wie Panzereron und Golbat, haben Auflockern dabei. Ich glaube, ich habe sogar Auflockern auf mein Golbat dabei. Könnte mich aber auch täuschen. Ich könnte jetzt nochmal auf Schwertanz gehen, um ehrlich zu sein. Komm, wir machen es einfach mal. Einfach mal just for the lols gucken, was passiert. Wahrscheinlich denkt sie sich gerade, was passiert. Wieso bin ich denn jetzt schneller? Oh, nicht Drachenstoß! Nicht Drachenstoß. Oder Brüller, noch schlimmer. Gut, das bedeutet natürlich, mein ganzer Schwertanz ist weg. Und mein Fokusgurt wird gedroppt. Das ist, also Fokusgurt ist mein persönliches Lieblingsitem in Pokémon. Das ist aber das größte Problem, das Fokusgurt hat. Wenn Tarnsteine, Stachler, Giftspitzen oder sowas liegen,
bringt der Focus Good überhaupt nichts mehr und dann hat der Focus Good komplett an Wert verloren. Das ist ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz können wir uns jetzt nochmal angucken, wie viel Panferno ohne Ränkeschmied an Schaden macht gegen ein Knackrack mit Strauchler. Panferno ist schneller, das war abzusehen. Und Strauchler macht nicht so viel Schaden und Rauhaut wird aktiviert, wir bekommen ein bisschen Schaden. Wutanfall kommt durch. Das ist in Ordnung technisch gesehen. Jetzt hätte ich gerne mein Togekiss draußen, beziehungsweise mit überhaupt. Aber wir können es ja mal mit Panzer Aeron weiter probieren, weil er muss jetzt oder sie muss jetzt unbedingt Wutanfall einsetzen. Sie ist darin eingeloggt. In dieser Runde werde ich dann wieder Schwertanz einsetzen und genau das tun, was ich eigentlich tun wollte. Aber schön zu sehen, dass man diese Taktiken auch countern kann, beziehungsweise dass diese Taktiken gecountert werden. Nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ey, das, was da passiert, ist ja ultra overpowered. Jede Taktik in Pokémon kann man countern und hier wird jetzt Bruchrüstung aktiviert. Meine Verteidigung wird sinken, das heißt, ich bekomme gleich ein bisschen mehr Schaden durch Wutanfall. Allerdings ist das eigentlich in Ordnung, weil Panzer Aeron hat so hohe Verteidigungswerte. Wenn er ein bisschen Verteidigung verliert, merkt man das eigentlich nicht. Und ich werde erstmal auf Sturzflug gehen. Ich weiß, ich bekomme Schaden durch Rauhaut, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Das ist eben Knackrack. So, wieso stand da Fuchtler gerade bei Knackrack? What the heck? So, Sturzflug kommt durch von einem plus 2 Panzer Aeron. Und das reicht. Das war ein Volltreffer. Ohne Volltreffer weiß ich nicht, ob Knackrack das überlebt hätte, bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber es hat gut gesessen, auf jeden Fall. Und Rückstoßschaden und Rauhaut machen Panzer Aeron nochmal guten Schaden. Aber mein Panzer Aeron ist im Moment richtig schnell unterwegs. Hat plus 2 Initiative, plus 2 Angriff. Egal was rauskommt, es wird Schaden machen. Und ich glaube nicht, dass dieses Togekiss plötzlich jetzt Flammenwurf kann. Oder? Aber ich bin schneller. Ich bin schneller, 100%. Togekiss ist ein langsames Pokémon. So, Eisenschädel kommt durch. Und das wird Togekiss one-shotten. Easy. Gut, das war natürlich ein bisschen einfach für mich, so als Stahl-Pokémon. So, wenn jetzt Panzer Aeron alles durchsweepen kann, wäre das natürlich super schön. Dann werde ich ihn lassen. Oh, Lucario kommt rein. Dann werden wir eine Runde 4 machen, wo ich Golbat nochmal zeige. What the heck, ich werde doch Panzer Aeron jetzt nicht aufhalten, während er hier auf einer Killing Spree ist. Das sieht man ja auch nicht so allzu häufig. Gut, Sturzflug, wir setzen es ein. Lucario könnte Prioritätenattacken haben. Lucario mega entwickelt sich erstmal. Zumindest gibt sie nicht voreilig auf. Das finde ich schon mal cool. So. Jetzt ist die Frage, kann Lucario Panzer Aeron besiegen? Turbo-Tempo könnte nicht reichen. Jawohl! Das meine ich. Und Bruchrüstung wird wieder aktiviert. Zwar sinkt meine Verteidigung wieder, aber meine Initiative ist jetzt extrem hoch und Sturzflug kommt durch. Sollte das aus irgendwelchen Gründen Lucario überleben, habe ich noch mein Golbat. Ich glaube aber nicht. Nee. Also mein Panzer Aeron hat erstmal alles zerstört, was meine Gegnerin so hatte. Wow. Wir haben Google besiegt, jawohl. Und wir laden es gerade auf YouTube hoch. Wie ironisch ist das denn? Gut, wir haben Golbat nicht gesehen. Das heißt, wir hängen eine vierte Runde dran. Wir sehen uns gleich in der Bonusrunde oder so. So, willkommen in der Bonusrunde. Altes Team, neuer Gegner. Mit einem Dragoran, Knackrack, Maxax, Gewaldro, Knackrack und Viskogon. Das scheint wohl ein Mono-Drachen-Pokémon-Team zu sein. Gewaldro wird natürlich zum Drache, wenn er sich mega entwickelt. Das heißt, ich würde davon ausgehen, einfach nur, weil es das Thema des Teams ist, dass sich Gewaldro mega entwickelt wird. Es könnten natürlich auch Knackrack und Brutalander. Aber ich denke mal, es wird Gewaldro. So, wir werden auf jeden Fall Golbat an erster Stelle packen, damit er heute noch Kampflicht sieht und sich zeigen kann. Ich bin von Golbat leicht überzeugt. Ich weiß nicht, wie gut er sich gegen 6 Drachen-Pokémon schlagen kann, aber das finden wir jetzt heraus. Ansonsten würde ich gerne Despota mitnehmen, weil Despota eine Eisattacke hat, die alle diese Pokémon sehr effektiv treffen kann. Und wen nehme ich noch mit? Ich könnte mein Togekiss mitnehmen. Ja, komm, wir nehmen Togekiss mit. Panferno haben wir gerade nochmal gesehen. Ich finde ein spezielles Panferno, um so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, tatsächlich cool. Ich würde es auf jeden Fall öfter spielen. Also, falls ihr mich jemals mit einem Panferno in meinem Team seht, geht nicht davon aus, dass es physisch ist. So viel kann ich euch schon mal verraten. Also, es ist natürlich immer so Hit or Miss, ne? Das muss man sagen. Das muss man einfach sagen, weil er einen Focus gut tragen muss, um diese Taktik wirklich
wirklich richtig auszunutzen. Man kann es vielleicht auch ohne Fokus gut machen, aber Panferno hat das Problem, er ist nicht das schnellste Pokémon und Gewaldro kommt am Anfang rein. Gut, die Idee bei Golbat ist, er trägt einen Evolid, hat echt, echt gute Tankiness und Rückenwind, Superzahn, Ruheort und Toxin. Ich scheine wohl kein Auflockern darauf zu haben. Wahrscheinlich habe ich Rückenwind mit Auflockern ausgetauscht oder Auflockern mit Rückenwind, so rum. Und die Idee dahinter ist, man setzt in der ersten Runde Toxin ein und geht dann auf Superzahn. Superzahn bedeutet, der Gegner verliert genau die Hälfte seiner jetzigen KP. Also immer 50% Schaden. Und mit Toxin, und Toxin soll dann immer mehr wirken und man muss dann ein bisschen ausdäumen mit Ruheort. Wenn ihr richtig böse seid, nehmt ihr anstelle von Rückenwind noch Schutzschild mit, dann könnt ihr noch ein bisschen besser das Toxin ausdäumen. Wir werden aber erstmal in der ersten Runde Toxin einsetzen. Heißt also, er soll wirklich als Tank arbeiten und er wechselt in der ersten Runde direkt aus. Ich denke mal, er erwartet einen Sturzflug oder irgendeine Flugattacke und es kommt Knackrack rein. Knackrack. Was kann Knackrack? Er kann auf jeden Fall keine Eisattacke. Ich denke nicht, dass er eine Psychoattacke kann. Ich denke mal, er wird auf eine Gesteinsattacke gehen. Oder auf eine superstarke Drachenattacke. Mein Golbat müsste das wegtanken wie ein Champ. Da bin ich zuversichtlich. Wir gehen mal auf Superzahn. Wir gehen mal auf Superzahn. Und Knackrack geht auf Schwertanz. Er denkt wohl, dass Golbat ein Spielzeug ist. Und er unterschätzt vermutlich Golbat. Also ich denke mal, aber wobei, wenn es ein Steinhagel ist von Knackrack, könnte es vielleicht gleich wehtun. Aber das Toxin wirkt. Das Toxin wirkt. So, jetzt gucken wir mal. Es wird wahrscheinlich Steinhagel kommen. Ich könnte Despotar reinrufen und das predikten. Aber ich möchte kurz gucken, ich möchte einfach nur testen, ob mein Golbat einen Steinhagel von Knackrack überleben kann. Ich wäre jetzt eigentlich offensiv gegangen, hätte nochmal Superzahn eingesetzt und potenziell hätte die Vergiftung schon gereicht. Oder ich könnte auf Ruheort gehen. Oder ich gehe auf Rückenwind. Wow, so viele Optionen. Rückenwind würde meinen anderen Pokémon helfen, Ruheort würde Golbat gegebenenfalls eine weitere Runde geben. Ob er die dann ausnutzen kann, ist eine andere Frage. Und Superzahn könnte Knackrack potenziell besiegen. Auf was entscheide ich mich? Ich gehe auf Rückenwind, weil wenn ich die Runde überlebe, kann ich immer noch Ruheort einsetzen. Ich glaube, das ist der beste Try. So, Wutanfall kommt durch. Es kommt nicht mal Steinhagel oder Steinkante. Und gut, das ist Stab plus 2 Angriff. Das kann leider Golbat nicht überleben. Aber er verliert erstmal durch den Lehmort ein bisschen was an. Ja, hätte ich Superzahn eingesetzt, hätte es auf jeden Fall gereicht. Ah, ein bisschen schade. Aber jetzt kann Togekiss sich nochmal zeigen von der besten Seite und einfach mal abstauben mit einem Turbo-Tempo. Beziehungsweise ich muss ja nicht mal ein Turbo-Tempo einsetzen. Weil er ja in Wutanfall eingeloggt ist und gegen ein Feen-Pokémon wird das nichts nutzen. Heißt also, ich könnte auf Eroas oder Ableithieb gehen. Da ich weiß, dass er ein Gewaldro hat, werde ich erstmal auf Eroas gehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt mein Golbat sich nicht von der besten Seite zeigen konnte. Vielleicht muss ich das mal irgendwo anders in einem anderen Format nochmal mitnehmen. Wenn ich die Chance habe, werde ich es tun. Und dann werde ich euch zeigen, wie tanky dieses Golbat sein kann. Ich verspreche euch, es ist tankiger, als alle sich das vorstellen. Ist ein bisschen kacke gerade gewesen, dass jetzt so ein blödes Knackrack mit plus 2 Angriff gekommen ist und dann noch einer der stärksten Drachenattacken eingesetzt hat. Maxax in Shiny sieht absolut awesome aus. So, wir wissen, dass er noch ein Gewaldro hat. Gewaldro, wenn er sich mega entwickelt, greift er speziell an mit Gigasauger, Drachenpuls und so weiter. Das heißt, wir könnten drinnen bleiben, weil ich nicht weiß, wie viel Schaden Maxax machen wird. Und ich weiß, dass Maxax Gift-Hieb erlernen kann. Das weiß ich, aber kann ich wirklich etwas dagegen tun? Ich könnte Despotar raus. Komm, wir probieren einfach mal. Die Pokémon haben sich ja schon bewiesen und vor allem Despotar hat sich in der ersten Runde bewiesen. Mit Feuersturm gegen Demeteros. Da hat er mich auf jeden Fall überzeugt. So, wir holen mal den Sandsturm raus. Ein bisschen Schaden kann immer gut sein. Natürlich machen wir unseren Togekiss auch ein bisschen Schaden. Und er geht auf Drachentanz. Er predicted den Switch. Hat er Erdbeben dabei? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Wieso überlege ich da? Ich gehe mal auf Eisstrahl, gucke, was passiert. Er wird schneller sein, vor allem wegen dem Drachentanz. Aber vielleicht kann mein Despotar ein Erdbeben aushalten. Vielleicht. Vielleicht. Jawohl. Und Schwächenschutz wird aktiviert. Heißt also, Eisstrahl wird nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. Und das wird wahrscheinlich gegen Maxax reichen.
Holy shit, Testbutter ist einfach so verdammt tanky. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja richtig gut. Also da konnte sich nochmal Testbutter richtig gut beweisen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es reicht. Moment, dass es nicht reicht. Also, dass Max Hacks mein Despoter besiegt. Genau, so rum. Gut, wir gehen auf Eisstrahl und beenden diesen Kampf. Beenden diese Wunder... Oh, Gewaldrus schneller. Gut, damit hätte ich rechnen müssen. Aber wir haben noch Togekiss. Ich habe schon innerlich damit gerechnet, dass er aufgibt. Zwei unserer Gegner haben schon aufgegeben. Deswegen war ich auch schon im Kopf so weit. Aber gut, Togekiss sollte es eigentlich rulen mit Eroas. Mit Eroas vor allem auch noch. So. Wahlband über Alpha Togekiss mit Eroas. Reicht das gegen ein Gewaldro? Potenziell ein Mega-Gewaldro. Wieso hat er sich nicht mega entwickelt gerade? Vielleicht hat er das noch versteckt. Spannung einfach aufbauen. Ja, jetzt kommt es. Er wollte Spannung aufbauen. Kann Mega-Gewaldro irgendwas, was mein Togekiss Sorgen machen sollte? Ich glaube nicht. Würde mich wundern. Kraftreserve, Eis wahrscheinlich. So würde ich mein Gewaldro spielen. Aber das macht... Das ist nicht mal Eis. Das ist nicht mal sehr effektiv. Und Eroas gegen Mega Gewaldro reicht. Holy shit. Ja, sehr cool. Das war das Pokémon Testlabor. Wir haben jeden einzelnen Kampf gewonnen mit diesen komischen Movesets. Das ist auf jeden Fall respectable. Jetzt kurz zu meinem Fazit zu den Pokémon. Panferno hat mir gefallen. Es ist nicht stark, aber es ist cool. Das zählt. Es ist cool. Ich würde es auf jeden Fall öfter verwenden. Ich persönlich. Ihr könnt gerne eure Meinungen auch in die Kommentare schreiben. Despoter, ich denke mal, Despoter war die größte Überzeugung hier. Ein spezielles Despoter hat ein Erdbeben von einem plus 1 Maxax ausgehalten und hat alle anderen Pokémon auseinandergenommen. Panzereron, absolute Empfehlung raus. Offensives Panzereron hat ein ganzes Team zerstört. Und das waren ja keine schlechten Pokémon, die mein Gegner da so hatte. Vylord würde ich nicht empfehlen. Es ist witzig, Zeit Platsche einzusetzen, deswegen wollte ich das auch ausprobieren. Es ist aber nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Dann hatten wir Golbat. Golbat ist stark. Ich bin, also tanky, nicht stark im Sinne von offensiv, sondern defensiv stark. Würde ich empfehlen, aber gerade in diesem Kampf konnte er sich nicht wirklich beweisen. Leider. Ich werde dafür sorgen, dass Tank Golbat mit Evolid auf jeden Fall noch eine Chance bekommt, früher oder später. Und dann hatten wir noch Togekiss. Physisches Togekiss. Ich denke mal, die Kämpfe gerade haben selber für sich gesprochen. Es konnte sich echt gut beweisen. Das Problem ist natürlich, sollte man nicht Eroas oder Turbo-Tempo einsetzen, könnte das problemvoll werden. Weil Togekiss nicht schnell ist und weil Togekiss echt nicht hohe Angriffswerte hat. Aber es hat Spaß gemacht, mit einem physischen Togekiss zu spielen und es hat funktioniert. In zwei Kämpfen. Man muss natürlich ein paar mehr Kämpfe machen, um wirklich zu gucken, ob das wirklich etwas Gutes ist. Ich sage nein. Keins dieser Moveset ist wirklich, wirklich gut, außer vielleicht ein spezielles Despoter. Aber der Überraschungseffekt ist natürlich sehr, sehr hoch. Und das kann einem auch Kämpfe gewinnen. Und sowas macht natürlich super viel Spaß. Ich hatte richtig viel Spaß in dieser Folge. Ich hoffe, ihr auch. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.